Hi, ho, meine Freunde, herzlich willkommen zur Partie HSV gegen Augsburg. Platz 1 gegen Platz 15. Ja, wir müssen gewinnen. Das ist sehr wichtig. Denn wir haben nur 2 Punkte Vorsprung auf Platz 2 und dann muss jetzt einfach 3 Punkte her. Allein schon, weil das Platz 15 ist, müssen wir eigentlich gewinnen. Denn wir wollen natürlich jetzt auch noch die Meisterschaft so kurz vor Saisonende. Wenn wir schon im DFB-Pokal gegen Hannover rausfliegen, dann muss es halt in der Liga klappen. Wenn es dann klappt, dann klappt es. Und das soll auch klappen. Und dann haben wir wieder Kohle und können uns noch für die internationalen Geschäfte hier verstärken. Das ist genau das, was ich hier mit dem HSV erreichen will. Klar, die Karriere ist jetzt dezent unrealistisch im Vergleich zur Bundesliga aktuell. Wobei, was heißt aktuell? Wann die Folge erscheint, da kann Hamburg schon wieder Erster sein. Keine Ahnung. Nee, auf jeden Fall. Ja. Wo war ich? Eben. Ist zwar unrealistisch, aber wir wollen hier den Titel. Wenn wir ihn schon kriegen können, dann wollen wir ihn auch. Wir haben Bayern weggerotzt im Rückspiel. Wir haben Dortmund zerstört. Wir haben eigentlich den Titel verdient. Und wie wir sehen, oben rechts, Dortmund führt 1-0 gegen Frankfurt. Dieses Feature haben wir nur, wenn wir den englischen Kommentator anhaben. Und dann kann man nämlich einstellen, dass die Zwischenergebnisse eingeblendet werden und eigentlich auch von den englischen Kommentatoren kommentiert werden. Aber die wurden gekündigt und ich habe den Job spontan übernommen. Und die Anzeige haben wir gerade behalten. Ja, so genau so war es. Und hier Augsburg mit dem ersten Versuch, der direkt an die Latte geht. Und jetzt müssen wir uns das mal wieder konzentrieren. Ich war jetzt gerade so im Laberflow. Ich muss jetzt erstmal wieder in die Spur finden. Denn ich möchte jetzt nicht unbedingt gegen Augsburg zurückliegen müssen. Da will ich doch schon lieber entspannt mit dem 1 oder 2-0 in die Halbzeit gehen. Und dann läuft das Spiel auch schon von ganz alleine. Wir haben auch auf jeden Fall das Spielermaterial, um hier auf jeden Fall einen Sieg mitzunehmen. Klar, die sind jetzt nicht alle in wirklicher Topform. Aber so Spieler wie Rutenefs, der auf der Bank sitzt diesmal, Lasogga, Raphael, die sind alle fit. Die sind alle stark, die haben alle Bock und haben auch die entsprechende Form. Spieler wie Giroud, die momentan total außer Form sind, habe ich auch draußen gelassen. Und dafür spielt Ayhan. Und Jansen, der spielt jetzt mal auf links für Holtby. Und Wolfsburg führt 1-0 gegen Gladbach. Finde ich geil, dass wir da immer die Zwischenergebnisse reinkriegen. Ich glaube, ich muss jetzt zukünftig immer den Englischen angeschaltet lassen. Dann kann ich euch auch vom aktuellen Geschehen in den anderen Spielen berichten. Hier kriegt Werner was, glaube ich, die erste gelbe Karte des Spiels. Ja, Tobias Werner nach 24 Minuten sieht gelb. Und wir haben jetzt einen Freistoß, der wahrscheinlich eh nichts wird. Von daher. Oh, Hits. Starke Parade. Wurde doch noch gefährlich, der Freistoß. Jetzt haben wir auch eine gute Eckballmöglichkeit. Und der ist komplett alleine und Lasogga macht sein 1-0. Wieso ist denn der da so alleine? Ausgerechnet Pierre-Michel Lasogga ist hier komplett alleine und muss noch nicht mal hochspringen, um das Ding einzuköpfen. Hier sehen wir es nochmal. Läuft perfekt rein und köpft den Ball einfach unhaltbar für den Torwart ins Tor. Stark, einfach stark gemacht, aber wie kann der da so allein stehen? Das sind dann halt die Stärken des HSV. So Tore. Oder sind es die Schwächen von Augsburg? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Stets 1-0, wir sind in Führung. Das ist ganz wichtig, vor allem bei einem Heimspiel. Da wollen wir den Fans jetzt auch was bieten. Wenn wir schon Tabellenplatz 1 sind, müssen wir das auch beweisen, regelmäßig, Woche für Woche. Und ja, sind auf jeden Fall auf einem guten Weg dahin, das ihnen zu beweisen. Und hier ist Lasogga schon wieder am Ball. Lasogga, schöner Pass auf Müller. Müller, Müller! Aber Hitz mit einer starken Parade kann den Ball mit seiner Handkante noch um den Pfosten lenken. Und es gibt wieder Eckball. Der wieder so gefährlich wie der letzte. Wieder gefährlich. Oh, Westermann, was macht denn der da? Und
steht der Ball drin. Tor, Tor, was war das denn? Oh Gott, was war das denn? Eigentor von Hitz, der hatten sich da irgendwie selber reingekickt. Westermann hat den Ball auf den Fuß gekriegt, war überfordert mit der Situation, konnte nicht mehr reintreten. Und dann ging das Ding irgendwie zufällig ins Tor. Wie auch immer. Und das sind wir auch schon 2-0 in Führung, aber stark gemacht. Wieder auch allein schon, wie es zum Eckball überhaupt kam, stark von Rafael auf Lasogga gespielt. Und er hat dann schön abgelegt auf Müller. Und dessen Schuss war natürlich auch stark. Aber Hitz war in dieser Situation dann einfach besser. Und schade, dass er hier dann so die Antwort darauf kriegt. Für die gute Parade kriegt er dann ein Eigentor eingeschenkt. Oh, Schalke führt gegen Mainz in der 39. Minute verfahren. Wie sieht es bei Bayern aus? Bayern zeigt noch nicht so viel. Ich weiß gerade gar nicht, wer Zweiter ist. Dortmund, glaube ich. Dortmund ist, glaube ich, mit 60 Punkten direkt hinter uns. Bayern schon ein bisschen weiter abgeschlagen. Ich weiß gerade gar nicht auswendig. Aber das braucht uns jetzt eigentlich auch nicht so interessieren. Wir sind hier 2-0 vorne. Wir sind die klar bessere Mannschaft. Und stehen auch hinten sehr, 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 sehr gut. Da sollte eigentlich nichts passieren in dem Spiel. Wir sollen das jetzt einfach ganz entspannt runterspielen. Jetzt nicht auf Zeit oder sowas, aber einfach mal den Ball ein bisschen laufen lassen hier. Und dann nach und nach die Tore schießen, wenn es dann klappt. Hat ja bis jetzt sehr gut funktioniert. Und kann auch weiterhin sehr gut funktionieren, wenn es so weitergeht. Hier Müller arbeitet auch mit nach hinten. Das ist einfach unglaublich stark. Und Lasogga behält den Ball. Und dann geht es weiter auf Jansen. Jansen, kriegt er den Ball? Kriegt er ihn? Nein, er kriegt ihn leider nicht. Und Verhaag. Und wir gehen mit dieser 2-0-Führung in die erste Pause des Spiels. Und wir schauen uns mal die Ergebnisse hier an. Wo ist Bayern? Bayern, oh, für 2-0 gegen Hertha. Alles klar. Okay, wir kriegen also nicht alle Ergebnisse live mitgeteilt, sondern nur ein paar. Und ich denke mal, wir machen Van der Vaart raus, lassen Arslan spielen. Und Volland kann ich mir vorstellen, dass wir ihn für Müller bringen. Ne, für Rafael. Für Rafael lasse ich ihn mal spielen. Und sonst können wir mal wieder Beister spielen lassen. Der hat sich ja, glaube ich, letztens beschwert, dass er so wenig Einsatzzeiten hat. Aber wir sind hier, wie wir sehen, die klar bessere Mannschaft. 4 Chancen, direkt alle aufs Tor. Und davon waren auch schon 2 drin. Und Augsburg nur mit diesem einen Lattentreffer bisher. Und hier Volland. 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 Was macht der? Der wollte es jetzt wissen, war dann aber auch schon ein bisschen übermütig. Das kann dann irgendwie doch nur Jajic, den wir irgendwie überhaupt nicht vermissen und der bei Dortmund auch komplett untergeht. Ich glaube, der hat für Dortmund noch kein Tor geschossen, aber wieso er zu Dortmund ist, letztendlich weiß ich auch nicht, denn dort ist ein Immobile, ein Ramos und andere Kandidaten vor ihm. Aubameyang, Reus, alles mögliche. Wieso er dann dahin wechselt, naja, mir egal, wir haben einen guten Ersatz dafür gefunden mit Rafael und sind auch trotzdem noch auf Titelkurs. Und Beister hat erst 3-0 auf dem Fuß. Hätte er den Ball angedreht, wäre er wahrscheinlich sogar rein. Aber nee, er entscheidet sich für den Vollspannschuss und der landete dann im Aus. Werner kann sich hier gut durchsetzen gegen 4. Und Bobadilla, guter Pass wieder auf Werner. In der Mitte ist alles frei. Leno prallt nur den Ball ab. Wieder Werner und es steht nur noch 2-1. Komisches Chaos da in der Abwehr. Mal gucken, wie der Spielverlauf sich jetzt entwickelt. Wie werden wir jetzt reagieren? Schauen wir einfach mal. Vielleicht kommt Volland jetzt mal durch. Nee. Aber vielleicht ein Schuss. Und der war auch gar nicht so schlecht. Kein Problem für Hitz. Aber immerhin mal ein Schuss. Und natürlich auch dieser Schuss aufs Tor.
2-1. Wie sollen wir jetzt spielen? Sollen wir den Ball jetzt erhalten? Sollen wir wieder auf Offensive spielen? Bayern 2-1. Oh. Bei denen ging es jetzt auch nochmal knapp. Kalou hat ausgeglichen. Was habe ich ausgeglichen? Den Anschlusstreffer geschossen. Und hier stark gemacht. Lasogga hat sich da Platz verschafft. Aber kriegt den Ball dann nicht mehr. Aber wir sind immer noch im Ballbesitz. Rami, schöner Pass mit der Hacke auf Diekmeier. Diekmeier, schöner Vorland. Vorland. Der verfehlt das Tor. Beziehungsweise schießt den Gegner an. Und jetzt die Konterchance wieder über Werner. Der wird aber gedoppelt und kriegt den Ball trotzdem irgendwie auf Mora weg. Bayer. Oh, Bayer mitten im Fehler. Und jetzt, was machen wir hier? Lasogga. Starker Schuss und Vorland staubt ab zum 3-1. Ich denke mal, das wird die Entscheidung sein. Und hier wird nicht mehr viel passieren. Drei Tore schon für Kevin Vorland. Ich glaube, das ist auch sein erstes für den HSV. Ich weiß gerade gar nicht. Aber ich glaube es jedenfalls. Aber naja. Wie dem auch sei. Wir müssen hier jetzt erstmal den Sieg, den potenziellen Sieg hier verteidigen. Denn Augsburg sollte man nicht unterschätzen. Denn das wäre fast ein Elfmeter geworden hier. Und dann wäre auch schon wieder alles offen gewesen. Eine Ein-Tore-Führung ist jetzt nicht wirklich so toll. Und wir haben den Verletzten. Wer liegt denn da auf dem Boden? Super Fair Play von Augsburg. Lassen den Ball im Spiel. Werner. Altintop. Und Leno, starke Parade. Hält den Ball im Spiel. Und Bobadilla. Unser Spieler steht schon wieder. Ich weiß gar nicht, wer es war. Aber so schlimm kann es dann doch nicht gewesen sein. Trotzdem ziemlich unfair, dass der Gegner den Ball einfach weitergespielt hat und fast auch noch ein Tor geschossen hat damit. Und jetzt Lasogga. Schön auf Beister. Beister ist durch, der müsste jetzt eigentlich das 4-1 machen. Macht er. Nicht! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Und jetzt, das potenzielle 4-1 wurde einfach nicht gemacht. Da hat er am Tor vorbeigeschossen, aufs leere Tor. Naja, sowas kann auch dem besten Torschützen mal passieren. Beister ist jetzt auch nicht so der Top-Torjäger hier. Aber trotzdem müsste man so einen Ball eigentlich machen. Zum Glück steht es 3-1 und nicht 1-1 oder sowas, sonst hätte ich ihm wahrscheinlich den Kopf abgeschlagen. Starke Kombination von Augsburg, die enden leider dann im Abseits. Und jetzt, wenn wir die Zeit einfach mal runterspielen oder zumindest nur auf Konter spielen, denn Augsburg versucht es hier nochmal, aber scheitern. Und wir haben die Chance mit Beister, dem Top-Torjäger hier. Der trifft kein Scheunentor. Naja. Das Spiel ist auf jeden Fall entschieden. Da sollte eigentlich nichts mehr anbrennen. Vielleicht machen wir ja nochmal eins. Aber ganz, ganz knapp vorbei. Schade. Aber Vorland ist jetzt auch nicht unbedingt für seine Top-Kopfbälle bekannt. Der macht die Dinger dann lieber mit dem linken Fuß. Und jetzt Bobadilla nochmal auf Kayubi! Pfosten! Starkes Ding. Das hätte nochmal einen Anschlusstreffer geben können. Der hätte aber wahrscheinlich das Spiel auch nicht mehr wirklich
in eine andere Laufbahn gebracht. Aber hier nochmal die Chance. Es war ein Volley. Ganz knapp übers Tor. Also Augsburg kann sich nicht über Chancenmangel beschweren. Die hatten auf jeden Fall genügend Chancen. Fast schon zu viel für Platz 15 gegen Platz 1 hier. Aber naja, wir gewinnen das Spiel auf jeden Fall mal 3-1. Und dann müssen wir mal gucken, wie die Tabelle aussieht. Ich guck mal. Moment. Dortmund hat auf jeden Fall gewonnen. Und Bayern hat auch gewonnen, 3-1. Und wie sieht die Tabelle aus? Ja, genau. Dortmund hängt uns 2 Punkte im Nacken und Bayern 4 Punkte im Nacken. Das dürfte heißen. Wir haben noch 3 Spiele, glaube ich. 34 Spiele sind es ja in der Liga. Und danke, Chef. Ja, ja. Bla, 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 du Penner. Wechsel nur den Verein. Zu ihrer Leistung möchten die versichern, dass wir bla, bla, bla. Sie sind zufrieden mit mir. Was denn auch sonst? Und ja, das nächste Spiel. Auch wieder ein ziemlich wichtiges Spiel, wird dann gegen den ersten FSV Mainz sein. Wir sehen uns dann in der nächsten Partie. Bis dann.